Wie wir alle wissen, ABC-Bit, die gibt es nicht. Wir haben ganz normale Kreuzschlitzschraubenzieher, ganz häufig beim Rechner verwendet. Einmal PH und einmal PZ. Der Unterschied daran ist, dass der PZ in den Vierteln nochmal kleine Erhebungen hat. Hat den Grund, um einfach noch ein bisschen mehr Halt in die Schraube reinzukriegen. Ich habe hier jetzt mal eine ganz normale Mainboard-Schraube verwendet, PH, und eine ganz normale Schraube aus dem Obi, aus dem Baumarkt, der hat aber PZ-Gewinde. Ich zeige euch das mal. Ich habe hier in meinem Schraubenzieher einen PZ2-Bit und im Schraubendreher PH2. Hier habe ich wieder eine Mainboard-Schraube, ist geeignet für PH2-Bits. Und wenn ich da jetzt mein PZ ansetze, dann überdreht er immer wieder. Ich kriege da drauf keine Haftung. Oder nicht so gut. Ich kann natürlich aufdrücken wie ein Schmied, aber ob das jetzt so sinnvoll ist, außerdem macht mir dann das Gewinde kaputt oder halt oben die Halterung vom Bit. Und dann kriegt man sie wieder scheiße raus und das ist alles so ein bisschen doof. Wenn ich da jetzt aber den pH-Schraubenzieher anziehe, draufsetze, dann kann ich die ganz normal ohne Probleme reinschrauben. Ohne Druck, ohne irgendwas. Nochmal der Vergleich. Der PZ, der überdreht einfach. Und der pH, der packt. Der hat Grip, der kriegt alles. Mehr ist es nicht. Vielleicht hilft es euch, vielleicht hilft es den Alex. Wir werden sehen.